Was zum Teufel? Ihr solltet da ganz schnell ganz weit wegrennen. Alter. Die Mäuren wollen nicht so einfach aufgeben, ey. Ei. Das Wesen sieht nicht sehr freundlich aus. Alter. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Die von Barrett. Du lebst. Freut dich das? Das Schicksal töten. Easy. So, jetzt noch Analyse. Bin mal so frei. Analyse nicht möglich.
Ja, Gigi! Okay, ich habe mir den Angriff schwerer vorgestellt. Ah, ich hatte meinen Fähigkeitenpunkt nicht fertig. Wo ist der hin? Drum des Schicksals. Was zum? Das darf doch nicht wahr sein! Rennt! Los, weg hier! Nicht stehen bleiben! Alter! Das sieht übel aus, Mann! Oh, rennt, 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 rennt! Wie nah wir dran sind! Wo ist Eris und wo sind Red 13 und... Wo sind die beiden? Red 13 und Eris fehlen. Sehr schön. Oh nein! Was? Gnadenloses Urteil. Wow. Das sind die Mäuren. Du schon wieder. Metamorphose. Ich bin gerade relativ relaxed. Weil der Kampf erscheint mir nicht unfair. Und ich komme relativ gut mit der neuen Fähigkeit klar. Die hilft dabei. Bam! Alter. Hast du Molga besiegt? Achso. Die rote. Sehr geil. Einer von dreien aber nur. Eris und Red 13. Geil.
war das gerade? Die Realität, die wir zu zerstören ersuchen. Ah, Scheibenkleister. Regeneriert natürlich, was auch sonst. Die zwei sind noch übrig. Verdammt, wie machen die das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch, kümmern wir uns erst um die. Autschi. Ich hab genug. Barrett, einmal kurz mich heilen und danach dich. Okay, der ist nerviger. Sehr schön, beide gleichzeitig im Schock. Giallo Moira besiegt. Nur noch der blaue übrig. Sehr schön. Jetzt gebe ich alles. Cool. Werde Moira besiegt. Und jetzt? Der Meteorit. Wir brauchen einen neuen Plan. Teilen wir uns auf.
Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Klatsch. Dein Gegner bin ich. Was machen die da? So tiefer einmal dich selbst beteiligen. Holy Macaroni! It's a dragon! Bahamut Moira! Autsch! Autsch! Nein, 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 nein. Alter. Alter. Die Limits habe ich gebraucht. Autschi, Autschi. Klatsch. Sehr schön. Jetzt kommt die Bürzelbombe. Sehr guter Schaden auf alle. Boah! Tiefer. Okay. Sivirot. Das war der finale Kampf aus Final Fantasy 7, den Cloud gerade gesehen hat. Wieso können wir dann trotzdem noch kämpfen? Okay.
Leben sieht okay aus. Alter, Alter. Holy, 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 holy. Nice. Die eine Stelle. Die zerstören wir dann auch damit. Geschafft! Ja. Werde das Schicksal. Oh, ich freue mich gerade. Ich habe Tränen in den Augen. Ich heule gleich vor Freude. Wehe, du hältst dich nicht dran, Square Enix. Wehe, du hältst dich nicht dran. Wehe. Wie, der hält sich nicht dran. Wo sind wir? Das scheint mir eine Sequenz zu sein. Cloud. Grafik ist anders. Was geht hier vor? Das ist... Alter! Absorbiert er die Mäuren? Ja, mal eben so. Im Ernst? Alter, wie episch! Nee, 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 nee. Das ist Ingame-Grafik. Das ist nicht mehr die Filmgrafik.
Phoenix, was zum Teufel hast du aus meinem Fenster gemacht? Das ist ja komplett nass. Wollen wir es am Ende? Zerschlag das Schicksal. So Leute, jetzt scheißegal. Das ist anscheinend kein Spoiler mehr, weil das Spiel sowieso anders wird. Zerschlag das Schicksal. Von Winged Angel im Hintergrund. Zerschlag das Schicksal. Wir haben einmal kaputt gemacht, dass die Welt von Meteor fast zerstört wird. Wir haben kaputt gemacht, dass Elvis stirbt durch Safety Words. Wir haben die Beerdigung. Die Wasserbeerdigung. Haben wir einfach weg. Wir haben das Schicksal kaputt gemacht. Square Enix hat uns gerade bestätigt, Elvis wird so nicht sterben. Also entweder wird sie gar nicht sterben oder anders. Ich hoffe auf gar nicht. Und jetzt kämpfen wir gegen Sephiroth in Midgar. Nach wie vielen zig Stunden Spielzeit? Ich krieg mich nicht mehr ein. Scheiße. Ja, Sephiroth. Ich bin deine Nemesis. Was ist los, Cloud? Ich hab gedacht, jetzt kommt Omnischlag. Hast du Spaß? Opfere dich für den Planeten. Ja! Ah. Du wirst wieder versagen. Nein, Cloud, nicht sterben, nicht sterben. Einfach ein Elixier. Da. Oh nein. Dieses scheiß Lächeln. Tiefer! In der Klemme? Bist du bereit? Immer doch. Binde dich. Ich hab genug. Alter, die Attacke war das. Ich habe nur noch ein Elixier, ne? Wow! Hast du Spaß? Verdammt! So, sei es. Komm schon, tiefer. Das haben wir gleich. Dein Einsatz.
Das ist endlose Leere. Nein, 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 nein. Scheiß Game Over. Es lief gerade so gut. Und dann ist Tifa wieder da und ich sterbe. Den aktuellen Kampf bitte nur wiederholen, ey. Aber wie viel kommt jetzt am Ende? Bosskampf nach Bosskampf nach Bosskampf. Aber zack, 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 zack. Dann, die Story kannst du komplett vergessen. Wir machen es komplett anders. Die Story, nö. Ah ja, hier ist Sephiroth. Viel Spaß. Wir haben schon 7:30 morgens. Die Sonne ist schon wieder da. Ich wollte schon vor 4 Stunden schlafen. Es lässt mich nicht los. Holy Macaroni. Mach gleich einen kurzen Mittagsschlaf, das war's. Jetzt beenden wir es. Aber sowas von. Komm her. Zur Seite ausrollen. Beeilen wir uns. Volle Kraft. Nice. Ah Mist, jetzt habe ich mich treffen lassen. Ganz ruhig bleiben. Nächste Phase. Und Tifa kommt. Schöne Rückwärtssalzo. Nicht wirklich. Bist du bereit? So, Tifa, jetzt einmal Cloud heilen. So.
Endlose Leere. Nein, nein, nein. Nice. Boah. Da ist der Flügel. Gut gemacht, Barrett. Barrett! Jetzt ist Schloss kapiert! Los! Flehe um dein Leben. Großer Orkan. Acht Streich. Ja, mein Limit. Der hat mein Limit unterbrochen, der Arsch. Eispool. Barrett, dann Heimal Cloud, bitte. Tiefer. So, Schokomoppel. Im Moment ist Winzer wirksam.
Feuerpool. Naja, ist aber. Okay. Spitzelbombe. Boah. Geschockt. Super. Da sind die Mäuren wieder. Ja, genau, Meteor. Sonst hast du keinen Wunsch mehr, ne? Wir machen Countdown, der Arsch. Alter. Oh no. Wie wär's mit Verzweiflung? Nein, 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 nein. Nein, ich wurde beim Limit getötet.
will dich schreien. Nein. Ich mich aber nicht. Wie viel Leben hat er noch? Nicht mehr viele. Ja! Eris. Und Red 13. Nur noch ein bisschen. Kämpfen wir zusammen für die Hoffnung. Alter, Eris. Komm schon, Omnischlag. Just do it. Schade. Omnischlag wäre so geil gewesen. Aber trotzdem. Boah. Alter. Foto weg, Sephiroth. Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Nicht mit ihm, gegen ihn. Vergiss es. Da sind die Funken. Alter, wie geil. Zum Teufel. Vizedirektor. Direktor. Richtig. Alter, was für ein Ende hier. Das Ende nimmt gar kein Ende.
Richtig geil. Verrückt. Ach, Zack. Ich hab gewonnen. Was? Erzähl keinen Scheiß. Hast du gesehen? Alter, was geht da ab? Erzähl keinen Mist. Im Ernst? Zack lebt? Bitte. Vielen Dank. Was zum? Hold up. Was? Ich hab gerade überall Gänsehaut, was? Aber wie hat Cloud denn das Panzerschwert? Wie lösen die das? Bix! Marlene? Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Cloud, was ist los?
Wie viel da bleibt, Delys? Oh, okay. Solange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ will schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Regen. Zack! Da lebt er wirklich! Hä, aber wie kann er Cloud jetzt dahin tragen? Was? Es ergibt keinen Sinn! Der Himmel macht mir Angst. Was zum Teufel? Was zum... The Unknown Journey will continue. Was zum... Ist... Wie... Hä? Hä? Ist... Haben wir jetzt das gute Ende? Oder ist das gute Ende in einem anderen Universum und Eris hat's nur gespürt? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Oder ist es passiert? Zack hat Cloud zurückgebracht. Das war jetzt die Vergangenheit, die geändert wurde. Aber warum ist Zack dann nicht bei Eris gewesen? Ich habe keinen Plan, was hier los ist. Aber wir müssen ja das gute Ende bekommen haben. Wir haben ja das Schicksal selbst zerschlagen, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Musik gecopyrighted ist oder nicht. Ich werde mal vorsichtshalber einmal den hier machen. Sobald was anderes passiert, ich mach den Ton wieder an, keine Sorge. Aber heilige Scheiße, was ist hier gerade für ein Brainfuck passiert? Spoilers hin oder her, normale Final Fantasy Story, du gehst raus, du rennst Sephiroth hinterher. Irgendwann kommt ihr an einem Punkt, wo Eris wegrennt. Sie geht zu der Ruhestätte der Cetra oder zu den letzten verbleibenden Orten auf der Welt, wo die Cetra irgendwie noch Verbindungen zu dem Lebensstrom aufbringen können, irgendwie sowas. Und dort geht sie dann ganz tief in die Gebetsstätte rein, um heilig zu sprechen. Die Materia, die in ihrer Schleife versteckt ist. Und sie schafft es, heilig zu sprechen, wird dabei aber von Sephiroth getötet. Und ja, am Ende des Spiels, eigentlich alles ist im Chaos, die Tornados gehen schon zum Meteoriten, zum Meteor, den Sephiroth beschwören hat, by the way. Und im letzten Moment fließt der Lebensstrom aus der Erde. Heilig hat gewirkt, alle sind erleichtert und alle spüren Eris im Lebensstrom nochmal. Aber jetzt gerade, was Red 13 gesagt hat, so von wegen, das ist gerade das Schicksal, was wir zerschlagen. Wir haben das Ende geändert. Alter. Chaos Cluster, Felix Meyer, Eris, Genya Döring, Typha, Sandra oder Chandras, Barrett, Tobias Brickinghouse,
Reds, Peter Lehn, Biggs, Eric Borner, Alter. Super Leute. Die wurden richtig gut gecastet, also haben sie toll gemacht. Alter. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich muss gerade meinem Cousin ein Spoilerstechchen mitteilen. Alter, ich komm gerade nicht drauf klar aufs Ende. Ich bin so happy. Ich komm da echt nicht drauf klar, was gerade passiert ist. Zack ist der eigentliche Rang 1 Soldat. Der hat Cloud beschützt und der hat im letzten Moment sein Panzerschwert an Cloud abgegeben. Und wie auch immer hat er es geschafft, dass, oder Cloud ist einfach so verstört gewesen. Cloud hat ihn als Rang 3 Soldat begleitet, durchgehend. Und Cloud war so verstört, weil er Zack verloren hat, seinen einzigen richtigen Freund, da in der Szene gegen die ganzen Soldaten, dass er seine Persönlichkeit angenommen hat. Und auch die Erinnerung so verdreht hat. Und Zack stirbt am Ende. Das ist voll traurig. Und dann jetzt hier Schicksal zerschlagen. Zack steht da. Ich habe gewonnen. Was ist hier los? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist es... Wir haben jetzt das gute Ende. Auf jeden Fall. Aber sehen wir Zack noch wieder? Oder lebt er jetzt nur in einer anderen Welt weiter? Oder was weiß ich? Ich habe keinen Plan. So, da, Musik ist zu Ende. Ich mach wieder an, falls da jetzt noch eine Szene oder so kommt. Ich habe keine Ahnung. Aber Heilige, was ist da passiert gerade? Die werfen die gesamte Timeline durcheinander jetzt mit Absicht. Und ich finde es cool. Das ist wieder von Nobuo Uematsu. Das kann ich laufen lassen. Das gehört Square Enix. Alter. Nach der ganzen Sache. Ach Gott, das sind noch die Spielszenen. Nach der ganzen Sache. Review. Wie fand ich das Spiel? Grafik. Die Szenen. Wie immer, seit Final Fantasy 13 ungefähr... Kannst du nichts mehr zu sagen. Es wird immer realitätsnäher vom Aussehen her, als hättest du wirklich draußen einen Film aufgenommen. Das Kampfsystem. Für viele müssen sich dran gewöhnen, mein Bruder auch, der hat mir das heute geschrieben. Also gestern, der hat gestern mit Final Fantasy angefangen. Im Remake. Ich find's intuitiv. Ich komme damit super klar, es fühlt sich gut an. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass man da ein paar Stunden spielen muss, bis man sich dran gewöhnt hat, aber super. Ingame-Grafik, grandios. Hier und da ein paar ganz kleinere Bugs und leider auch an einigen Stellen Texturfehler. Wo du einfach nur gefühlt ein paar Farben hingeklatscht hast, aber in Ordnung. Kann ich mitleben. Kann man sich drüber lustig machen, dann ist es auch schon wieder okay. Story, what the fuck? Von Anfang an bis Ende hat sich's durchgezogen. Dieser rote Faden von früher, der war da gewesen, aber der wurde komplett geändert. Der wurde zerschnitten und da haben die noch einen gelben und einen grünen Faden irgendwie da drin verwoben und die haben da was komplett Neues rausgemacht. Das ist ein goldener Faden. Die haben die Charaktere viel intensiver behandelt. Biggs, Jesse und Wedge, die kamen zwar drin vor im Original, aber du hattest keine Chance, eine tiefe Bindung zu denen aufzubauen. Gar keine Chance. Ich hab geheult. Ich war bei Biggs down und bei Jesse, ich hab angefangen zu heulen. Eieiei. Na, dieses Schicksalsbruchstück, ich hab ja von Anfang an gesagt, so, kann er die Zukunft sehen? Hat er das schon mal erlebt? Und das ist am Ende, wie es aufgelöst wurde. Die, Moiren da.
Die wollen das Schicksal so lassen, wie es eigentlich ablaufen muss. Und wie wir dann einfach gegen ihn gekämpft haben und dann diese Bilder, was alles passiert, er stirbt und so weiter. Und Red 13 sagt, das waren gerade die Schicksale von uns, die wir gerade am Bekämpfen sind. Und das ist so cool. Also Queer Enix hat uns jetzt mit diesem Ende einfach versprochen, das Schicksal wird komplett geändert. Die ändern komplett, was passiert. Also vielleicht nicht komplett, vielleicht machen die das weiter mit dem roten Faden, den sie hier und da zerschneiden und einen goldenen draus machen, aber die Hoffnung besteht. Es besteht Hoffnung, dass wir Eris behalten können. Es besteht die Hoffnung, dass sie überlebt. Es besteht die Hoffnung, dass aus Cloud und Eris ein Liebespaar wird. Es besteht die Hoffnung, dass Zack irgendwie doch noch da ist und Eris wiederfindet. Und dass die beiden zusammenkommen. Und Cloud mit Tifa. Ich habe keinen Plan. Die haben Regenbogen offen gelassen für uns. Zum Spekulieren, zum Überlegen alles. Man könnte auch so eine Theorie aufstellen, die Moiren, das sind die ehemaligen Entwickler vom originalen Final Fantasy VII alles. Dass die sagen, wir müssen die Geschichte aber so lassen, wie sie ist. Und wir verkörpern gerade in diesem Spiel mit Cloud und der Truppe die Fans, die anderen gesagt haben, wir möchten aber gerne, wir möchten die Möglichkeit haben, dass sich das ändert. Das kann man machen. Und wir haben triumphiert. Wir haben über die ehemaligen Entwickler triumphiert, die gesagt haben, wir ändern das nie im Leben ab. Das könnte man so interpretieren. Zu den Charakteren an sich möchte ich noch was sagen. Also, Cloud. In Advent Children, in dem Film, war er halt depressiv. Klar, er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Und er hatte Schuldgefühle ohne Ende, weil Elvis gestorben ist, alles. Weil alle krank geworden sind anhand einer Seuche. Hier, die haben es richtig gemacht. Es ist kein depressiver Haufen. Der wurde nach dem Film so oft als depressiver Haufen dargestellt. Ist er gar nicht. Der ist schlagfertig, der hat Humor. Der kann lachen. Ne, tut er nicht häufig, aber der kann. Man sieht ihm grinsen alles. Er ist schlagfertig. Er ist nicht so depressiv. Richtig gut. Da bin ich froh drüber. Und seine Charakterentwicklung von alles nur fürs Geld bis hin, ich bin der Alleskönner, meine Truppe ist mir wichtig, er ist es mir wichtig. Super geil umgesetzt, super geil. Tifa. Was soll ich sagen? Tifa ist Tifa, das kam richtig gut durch. Das kam richtig gut durch. Und von irgendwie so einsam abgeschottet, misstrauisch, so richtig energisch alles Mögliche. Barrett auch geblendet von Rache an Shinra alles Mögliche hinzu. Lass uns mal überlegen, was richtig wäre. Richtig cool. Eris. Eris ist einfach. Keine Ahnung. Das ist die alte Eris, aber irgendwie neu. Lebensfroh. Schlagfertiger als Cloud zum Glück. Macht sich Sorgen, dass Cloud nicht Cloud ist in der einen Szene. Verlieb dich nicht in mich. Das wärst nicht du. Und dann zum Ende hin. Scheiß auf das Schicksal. Ich hatte zwar Angst, es zu zerschlagen, aber mit euch zusammen mache ich's. Man sieht gerade im Hintergrund die kleine Eris, diese Geschichtsteile, die einen hingeworfen werden. Wie so ein richtig perfekt gekochtes, gebratenes Steak oder so. Richtig zart, zerläuft im Mund schon fast, ne? Die ganze Story, die zerging mir auf der Zunge. Da war kein Moment, wo ich gedacht habe, what the fuck, das könnt ihr so aber nicht machen. Da ist gepasst, diese Nebencharaktere, die Vermieterin, die Mutter von Eris, also die Ziehmutter. Allesamt richtig gut umgesetzt. Die haben alle Charakter. Die haben Jahre für das Remake gebraucht. Jahre. Wahrscheinlich auch, weil die sich auf eine neue Konsole umstellen mussten. Sie mussten gucken, wie führen wir die Story fort? Machen wir das komplett neu oder nicht?
Danke, Square Enix. Wirklich, danke. Wunderschönes Spiel ist draus geworden. Ich persönlich freue mich auf die nächsten Teile. Macht eine Hommage. Macht drei Teile draus. Ein Teil Midgar, ein Teil die Welt erkunden bis Sephiroth und der dritte Teil die gesamte Post-Story mit den Waffen. Mit den ganz besonderen Waffen. Mehr sage ich nicht. Alter, danke an euch fürs Zuschauen auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile aussieht, aber die ersten zwei Folgen, die kamen zwar gut an, aber es haben sich nicht viele angeschaut. Ich hoffe, das ändert sich. Aber selbst wenn nicht, an alle, die jetzt nach was weiß ich, wie vielen Wochen, Monaten oder Jahren mal anschauen, was ich hier in Final Fantasy aufgenommen habe. Danke fürs Zuschauen. Boah, die Musik. Leute, ich liebe Musik. Ich liebe Musik, Spielmusik. Ich kann mir stundenlang Spiel- und Anime-Musik anhören. Alles Mögliche. Die haben hier alles, jedes Stück genommen. Die haben es neu interpretiert. Die haben neue Remixes davon gemacht. Alles passt. Alles passt. Da war nicht eins davon, wo ich mir gesagt habe, geht. Es war alles richtig gut. Esper haben wir noch lange nicht alle gesehen. Es gibt so viel mehr. Und Leviathan, wissen wir, können wir in diesem Spiel noch bekommen. Da muss ich wahrscheinlich die anderen zwei Kampfberichte noch fertig machen. Metivia an sich auch noch lange nicht alle da. Aber sehr viel und man kann schon richtig viel Spaß haben. Sephiroth. Erstens die Aussprache. What the fuck? Sephiroth. Sephiroth. Oder Sephiroth. Aber Sephiroth? Ja, okay. Muss ich mich dran gewöhnen. Sephiroth. Auch komplett neu interpretiert, den Charakter an sich. Ne, jetzt fängt es direkt mit der Reunion an, mit der Reunion. Was in Klartext einfach nur bedeutet, diese Gruppe, die alles Zahlen an den Schultern tätowiert haben, die versuchen hier Nova-Zellen in sich aufzunehmen, um wieder Sephiroth zu beleben. Damit er, wie er gesagt hat, den Planeten zerstören kann. Damit alles auf Anfang ist, alles. Und Sephiroth begleitet Cloud halt die ganze Zeit in seinen Gedanken, weil Cloud auch die Genova-Zellen hat. Warum genau Cloud die Genova-Zellen hat, alles Mögliche, erzähle ich euch nicht. Das wird irgendwann noch klargestellt. Aber das ist der Grund, warum er auch so eine Verbindung zu Genova hat und sie Mutter nennt. Einfach noch richtig krass. Red 13, man hat jetzt schon einige Stunden was von ihm gesehen, zum Glück, aber seine Geschichte ist auch ultra traurig, aber irgendwie auch hoffnungsvoll. Da bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt auch schon geändert hat oder ob die noch im Groben erhalten bleiben wird. Ihr habt noch so viel. Wir haben noch, lass mich kurz laut zählen, ich glaube 4 Charaktere haben wir noch. Ich denke da an, also ich sag mal die Waffen. Der mit den zwei Pistolen, ne, mit der einen Pistole fehlt uns noch. Und ich rede nicht von Barrett. Die mit dem Schwicken fehlt uns. Es aus dem Tierbereich fehlt uns noch. Und er mit dem Speer fehlt uns noch. Die werden sich irgendwann auch unserer Truppe anschließen. In späteren Teilen. Was erhoffe ich mir jetzt von den nächsten Teilen? Erstens, Materia Level Waffen komplett mit übernehmen. Weil man kann hier noch weiter leveln und es wäre schade, wenn es nicht erhalten bleibt. Wirklich schade. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier ohne große Mühen auf 99 kommst. Ich bin ja jetzt knapp 37. Die Gegner werden nicht viel mehr geben. Ne? Story bitte richtig schön weiterführen. Was erhoffe ich mir vom Postgame? Neuspiel Plus oder
alles mit in die Kapitel nehmen, alles nochmal spielen können, leveln können, alles perfektionieren können. Weil das werde ich dann privat machen, das nehme ich dann nicht mehr weiter mit auf. Kriegen wir noch eine Bonusszene? Ja. Die Entscheidung, Trophäe erhalten. Oh. Du kannst nun über System-Kapitelauswahl jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen. Deine jetzigen Charaktere, Waffen und Materia bleiben dir dabei erhalten. Mache dich auf die Suche nach unabgeschlossenen Aufträgen und Storyabschnitten. Tauche noch tiefer in die Geschichte ein. Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freigeschaltet und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Mache dich auf die Suche nach speziellen Manuskripten oder verstärke deine Waffen auf das Maximum. Aus Schwierigkeit können keine Gegenstände eingesetzt werden und an Hasspunkten werden nur TP geheilt. Eieiei. Im Hauptmenü kannst du in das System Spielfortschritt, bisherige Kampfstatistiken und Storywegpunkte einsehen. Bonus EP und FP. Die im Kampf erhaltenen Erfahrungspunkte werden doppelt und die Fertigkeitspunkte für Materie werden dir dreifach angerechnet. Boah, das können wir zusammen kombinieren mit den Materials aus den Kampfarenen. Ein neuer Kampfsimulator. Irgendwo in Hojos Labor befindet sich ein neuer Kampfsimulator. Wähle ihn in der Kapitelauswahl des 17. Kapitels aus und versuche dich an der neuen Herausforderung. Ich brauche gerade Notizzettel irgendwo. Kurz. Da. Kapitel 17 im Hojo-Labor. Bis ins Kapitel. Hojo-Labor. Feuersimulator. Motorrad-Minispiel überspringen. Du hast nur die Option, das Motorrad-Minispiel zu überspringen. Okay. Du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Ah. Okay, erstmal speichern. Neuer Speicherplatz. Stunden und 18 an Spielzeit. Alter. System, Spielfortschritt. Von dir ist Kolosseum, Shinra, Kampfsimulator, Alleskönner-Aufträge. Zwei neue? Wir haben zwei neue Alleskönner-Aufträge. Geil. Schallplatten, Manuskripte. Leute, ich mache für heute hier Schluss. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Mit den neuen Alleskönner-Aufträgen und Kolosseum. Wisst ihr was? Ich nehme noch mehr auf vom Postgame. Komm, sei es drum. Ich nehme Kolosseum auf. Ich schreibe mir das gerade alles auf, was ich aufnehme. Ich nehme Kolosseum auf. Die Kampfberichte. Ich nehme den Kampfsimulator von Shinra auf. Ich nehme natürlich die Alleskönner auf. Was nehme ich noch auf? Kapitel 14, die Entscheidungen. Und in schwierigen Modus werde ich streamen später. Ich werde alles andere machen, werde mich aufleveln und dann machen wir alles auf schwer. Und das wird dann gestreamt. Das gibt's dann in Livestreams. So, Cloud Stevens und Eris Kleider muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie man die anderen Kleider bekommt. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wer Bock hat auf das Postgame, dranbleiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute.